Irgendwo war noch was. Ja, ich habe wieder massig Zeug dabei. Mir, ganz ehrlich, Leute, mir hat immer noch keiner gesagt, ob ich irgendwie was backen kann. Ist unheimlich. So, haben wir auch. Nein. Essen? Ach ne, was? Achso, Knoblauch. Salz. Ich glaube, ich muss noch ein paar Becher spülen. Mach das, ich backe mal, koche. Ich koche mal im Hintergrund von dieser Dame hier. Butter brauchen wir hierfür, haben wir beides genau und. Was kann ich für euch tun? So. Die verkaufe ich immer. Bringt nicht viel ein, aber es kostet erstmal schon Gewicht. Nimmt Gewicht weg. So. Vegetarische Suppe. Ach, geh mir aus dem Weg, Mädel. Entschuldigung. Weil die vegetarische Suppe verkaufe ich immer. Sollen wir hier glücklich werden denn mit der vegetarischen Suppe? Mal gucken. Naja, so viel Gewicht war es jetzt im Endeffekt auch nicht. So. Natürlich. Für heute gehört das Zimmer euch. Na dann, wo ist es? Ich zeige euch euer Zimmer, hier entlang. Ja, zeig mir mein Zimmer. Irgendwie konnte man ich auch langsamer laufen. War das die? Das war die Taste, gut. Ja, meine Ruhe bitte. Ich will schlafen gehen. Ich hoffe, dass mein Gefährte dann wieder dabei, also mein Begleiter. Runter mit dem Fuß vom Bett. Wissen, wenn ihr sonst noch etwas braucht. Ich will nur schlafen, bitte, bis morgen. 12 Stunden sollten wohl reichen. Meine Güte, haben wir schon wieder viel erlebt. Wir haben auf feige Art Mammuts getötet. Ja, auf so ziemlich vieles haben wir. Ich bin eine Feige, wenn es um Mammuts geht, ich weiß. So, Gefährte? Nein? Nee, das ist stehlen. Wie gesagt, ich stehle nicht, auch wenn es verführerisch ist. So. Lass mich mal raus nach Weißlauf. Jetzt immer. Ganz ehrlich, ich gehe mal zu diesen Mammuts zurück. Irgendwas stimmt doch nicht. Mach mal eine Schnellreise. In Himmelsrand gibt es neue Fürstentümer. Ostmark, Falkenring, Haffinger, Hjalmarsch, Pale, Rech, Rift, Weißlauf und Winterfeste. Alter, die Namen. Wo? Da steht er rum. Wir brechen auf. Gehen wir. Stimmt. Ich hatte vergessen, ihn wieder. ja, also ich wette, er stand jetzt schon in den Kommentaren. Du hättest ihn wieder auf Folgen machen müssen. Entschuldigung! Zauber habe ich erkannt beim Hofzauberer im Palast des Jahl erworben. Ich hab Bin ich doof, stimmt. Ich hatte ja aufgrund der Mammuts, hatte ich ja gesagt, er soll da stehen bleiben. Hat ja dann trotzdem mitgekämpft, der Trottel. Ich bin direkt hinter euch. Ja. Was soll ich nehmen? Entschuldigung. Entschuldigung. Wir nehmen die Axt. Das Schwert ganz behalten. Den kaiserlichen Bogen lassen wir dir. Meine Knochen möchte ich bitte schon mal zurückhaben, auch wenn das wieder zu schwer wird. Also meine Leute, die da mich begleiten, können alle recht viel tragen. Ich frage mich manchmal, wieso. Also es ändert sich, wenn sie dann die schweren Rüstungen anfangen anzulegen. Dann ändert sich das leider Gottes. Weil die Rüstungen ja nun mal auch etwas wiegen. Aber gut. Irgendwann wird sich das vielleicht ändern. So, wir verkaufen jetzt erstmal. Wie gesagt, die verzauberten Sachen lasse ich erstmal im Inventar. Und will erstmal gucken, ob ich die nachher entzaubern kann. Dafür gehe ich extra nochmal hoch dann in die Feste.
Und ich trage immer noch zu viel, ne? Also, ich bin immer falsch. Ein wenig immer noch. Na gut, bis zur Festung werden wir es schaffen. Weil ich hab, oder wobei, er kann ja... Ich bin direkt hinter euch. Was soll ich nehmen? Ich gebe dir mal die Knochen wieder. Weil die sind ja der Hauptverursacher für mein Gewicht. Die Fackeln muss ich auch dann mal irgendwie verhökern. Geht ihr voran? Ja, weil die Knochen lagere ich normalerweise immer schön ein. Da, schön ein. Aber dafür brauchen wir halt nun einmal erst das Geld. Und das haben wir nicht, die 5000, um uns das Haus alleine erstmal zu kaufen. Ja, ja, Talos, hochgeschätzt. Also, ich weiß nicht, es gibt ja Leute, die mögen diesen Talos nicht als Gottheit, so, dass man ihn verehrt und so, weil er ein Mensch war und kein Gott. Und ich sehe da nie durch. Bei jedem Mensch sollte sein Glauben gelassen sein, auch in dieser Welt. Aber nein, manche Dinge sind immer noch verboten. Verboten. Aber gut, jedem das Seine, sage ich mir auch wiederum. Es ist nicht schön, aber selten. So, oh. So, gucken wir mal, ob wir noch was entzaubern können von den ganzen Entzaubern. Sag ich doch, wir haben nämlich noch nicht alles gehabt hier. Okay, sind schon mal zwei wieder gewesen. Ich würde den Bogen fast verzaubern wollen, aber es bringt ja nicht viel. Die Rüstung auch nicht, weil es gibt auf jeden Fall noch Besseres. Das werden wir noch lernen. Weil ich könnte die Rüstung... Habe ich einen Seelenstein? Ich habe nicht mal... Ah, ich habe keinen Seelenstein. Verzauberung, Ben, ja. So, aber wir könnten ja mal... Ich bin ja immer so lustig, ich wische ja irgendwas zusammen. Boah, wie ihr seht, es funktioniert so... Wow. Ihr seht, also es funktioniert, solange man noch nicht alles erkundet hat. Also herausgefunden hat, funktioniert das immer gut. Und das Salz gerade mit weggezaubert. Ah nein, Salz hatte ich ja gar keins mehr. Hahaha. Ha, ha. Achso, das war ja schon grau unterlegt. So, jetzt kann ich hier... Ah ne, kann ich hier? Kann ich nicht hier, gut. Dann halt nicht. Ach ja, wir können aber... Essen stibitzen. Und zwar auch nicht gerade wenig. Ich finde es immer lustig, wenn die Sachen unsichtbar werden. Wir nehmen bloß, was wir wirklich brauchen, ne? Was wir wirklich brauchen. Ich liebe Grafikfehler. Besonders, wenn der Schatten noch zu sehen ist. Tomate. Tomate, 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 Tomate. Was? Was? Schrank. Gold. Hm, da war ein Buch. Warte mal, Buch. Ah nein, hat man glaube ich schon. Keine Ahnung. Das da oben ist böse. Zack. Wenn man nämlich nicht an alles rankommt. So. Du. Reicht der Tisch? Gold? Nö. Nein. Oh, Schrank? Da war alles drin, oder? War gerade nur das Bügeleisen, genau.
Jo, ich würde sagen, sieht gut geplündert aus. Können wir ein paar Zaubertränke verhökern gehen. Ein paar Gifte oder was auch immer ich da zusammengemixt habe in meinem Eifer des Gefechts, wie immer. Ich will halt alles zu Geld machen irgendwie. Ich bin halt ein Geldsammler. Wir haben ja auch gerade mal 1208. Also guck mal, wir haben noch nicht ganz die Hälfte zusammen. Wir haben ein Viertel? Etwa ein Viertel. Ich trödel nicht. Ich renne, ich springe, ich laufe. Ich trödel also nicht. Ich bewege mich auf jeden Fall vorwärts. Hui. Hui. Ich bin ein Söldner. Durch und durch. War ich immer, werde ich immer sein. Also es wird viel mit hin und her handeln und allem sein. Ich will unbedingt dieses Haus haben. Nee, das mache ich dann vorne. Hier haben wir nicht. Zaubertränke. Ein bisschen Gift haben wir zum... Boah, das ist ein bisschen viel. Resistenz hat man bestimmt auch ein bisschen was, genau. Damit ist er pleite. Bitte komm wieder. Jojo, mach mal dann. Irgendwann. Irgendwann komme ich wieder. Wie viel haben wir jetzt? 1,7. Ah ja. Können wir die Waffen hier vorne erstmal noch verhökern? Nochmal gleich bei ihr. Ich sag, werft einen Blick darauf. Das ist ja auch nicht besser. So. Vergesst nicht auf drinnen reinzuschauen. Kennt ihr meinen Vater? Er ist der Vogt. Okay. Da fällt mir was ein. Vogt oben, Drachenfeste. Von dem Herrn können wir uns das Schmieden beibringen lassen. Kostet aber wiederum Geld. Geld, was wir sparen wollten. Okay. Ich bin immer noch sehr schwer. Nett. 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 Mehr Geld gibt es nicht. Ich könnte jetzt nach Weißlauf Schnellreisen machen. Also Weißlauf, hier nach. Nach. Da, wo wir unten angekommen sind, die Zaubertränke dort noch verkaufen. Gifte und das. Ich meine. Das da? Was? Flusswald. Flusswald war es gut. Reisen wir kurz mal nach Flusswald. Die Fertigkeitsschlösser knacken hilft dabei, Türen und Behältnisse schneller und mit weniger zerbrochenen Dietrichen zu öffnen. Ja, ich sammle trotzdem Dietriche, weil es bricht trotzdem immer schön. So. Dem Herrn haben wir ja die goldene Kralle wiedergebracht. Ja, ja, klaue hier, klaue da. Sorry. Seid ruhig. Punkte erhöhen, Ausdauer. Ist das? Weiß ich nicht. Ich behalte es erstmal. Ich habe die Ersatzpunkte erhöht. So, das nutze ich eigentlich normalerweise auch nicht. Wir werden jetzt die Zeit langsam zu bringen. Schneller. Nö. Verkaufen wir mal. Vielleicht wird erhöht. Kein Sinn. Tatverflex Unsichtbarkeit. Durch den werden wir unsichtbar. Aha. Okay, Essen. Ein bisschen Wein verhökern. Irgendwo hatten wir auch noch Bier, oder? Hier, Nordmet hatten wir noch. Wir beliefern ihn hier jetzt einfach mal mit ein bisschen was. So. Also gut. So, damit haben wir ein bisschen was weniger wieder durch das Verhökern der Tränke und alles. Und damit geht unsere Reise weiter. So, wir sind jetzt hier. Wir könnten jetzt den Nesselflug versuchen zu kriegen. Aber, ja, mache ich meistens nicht. Meistens reise ich danach da drüben irgendwo weiter. Das werden wir am besten wohl auch tun. Deswegen porte ich uns mal dahin.
Setzt ein Drache sein Feuer- oder Frostatem ein, spricht er Worte einer alten mächtigen Sprache. Ein Kampf zwei Drachen ist im Grunde nichts anderes als ein verbales Auseinandersetzung. Ja, es ist nichts anderes. Das stimmt aber auch. So, wir jetzt erkunden ein bisschen oben auf dem Kompass die schwarzen Flecken, die wir so nach und nach finden werden. Beim einen oder anderen werden wir auf ein paar Banditen treffen. Unterwegs pflücken wir wieder ein paar fleißig Blümchen. Gerade mal ganz spontan noch eine Ader gefunden. Das ist auch sehr schön. An sowas renne ich ja prinzipiell vorbei. Grundume hat es hinzugefügt. Korunde. Übrigens, aus Adern kriegen wir auch Edelsteine, was ich sehr lustig finde. Aber ich glaube, es ist auch in Wirklichkeit so. Huch, falsche Richtung. Da lang wollte ich. Da lang. Da lang. Nehmen wir wieder ein paar Blümchen. Da haben wir wieder eine Nierenwurzel. So, wir nähern uns bloß weit genug, dass wir hier und wieder weg. Trolle sind eigentlich friedlich, außer man rennt mit gezückter Waffe auf sie zu. Und, was habe ich jetzt gemacht? Ach, da kam ein Wolf. Kommt noch mehr? Nö, gut. Also wir sehen dort, gehen wir erstmal da lang. Wie gesagt, ich orientiere mich jetzt einfach mal mit ein bisschen an den Punkten oben am Kompass, einfach bloß. Wir rennen halt wahllos in die Pampa hinein, sozusagen. Hin und wieder ist das echt cool. Manchmal ist es nervig. Gucken, ist der Turm näher? Der Turm ist gerade irgendwie näher. Weil die Höhle, keine Ahnung, wo ist die denn? Ist die hier unten irgendwo? Nee. Ist da drüben irgendwo. Okay, da unten sind noch ein paar Krabben. Die lassen wir mal rumkrabbeln. Ich stelle mich jetzt mal hier irgendwo gekonnt gleich hin. Und werde mal kurz rasten. Ich werde nicht im Dunkeln irgendwo hinmarschieren. Das ist, fällt aus. Absolut. Die Folge ist leider auch schon fast beendet. Also eigentlich können wir zurückreisen gerade. Da ist jetzt zwei Folgen wieder nicht so viel passiert. Es ist immer noch düster. Warten wir nochmal zwei Stündchen. Oder verpasst dieser Folge einfach mal wieder ein bisschen Überlänge. Na komm, das machen wir noch. Die anderen zwei Folgen werden auch schon Überlänge bekommen haben. Warum also nicht auch dieser noch Überlänge bescheren? So. Dann säubern wir wenigstens mal den äußeren Bereich hier noch. Ups. Reingehen wir auf jeden Fall erst in der nächsten Folge. Alter! Wo ist die andere? Da ist eine. Einer. Ich weiß nicht, woher es jetzt noch kommt. Wir werden uns den hier mal kurz ausplündern. Man ist irgendwo da hinten. Ich sehe ihn da stehen, hinterm Buschel. Also von irgendwo muss noch was kommen. Von wo? Cool. Sowas hatte ich schon ewig nicht mehr. Besten Fall ist das da. Weiß nicht. Ich weiß, dass ich Blutspritzer sehe überall am Rand. Und ich wie immer manche Pfeile nicht aufnehmen kann.
Doch, irgendwie ging das. Keine Ahnung, da war gerade Schrift. Ich weiß nicht, habe ich jetzt gerade voll so im Kopf gemacht. Aber ist mir gerade egal. Das sind übrigens die Cleveren hier. Oh. Die haben das Bier kühl gestellt. Was ist das? Ach, eine Schaufel. Ein Griff einer Schaufel. So, wir geben dem Herrn jetzt noch was. Was soll ich nehmen? Ja, alles, was mir zu schwer ist. Nehmen wir die da. Das. Das. Die Pike. Den da. Das da. Das. 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 Gucken wir kleiden ihn zum Beispiel schon wieder komplett neu ein. Ich habe noch alles gut. Ihr geht vor, ich folge. So, ich gucke mich erst nochmal um, bevor wir die Folge natürlich jetzt beenden. Also ich sage auch schon mal auf Wiedersehen. Also ich bin ja begeistert, wie gut wir vorangekommen sind, in Anführungszeichen. Sind wir natürlich nicht so wirklich. Wir haben ein bisschen rumgeplempert, da Zeit verschwendet, dort Zeit verschwendet. Jetzt, ja, wozu die Eile? Weil ich mich gerne noch umgucken will und weil die Folge eigentlich zu Ende ist, der Freund, ne? Und ich aber mich hier noch umgucken wollte. So, also hier beenden wir die Folge, meine Lieben. Ich wünsche euch noch was und ja, damit sehen wir uns dann also in der nächsten Folge. Ciao!